So, es gibt natürlich auch jetzt noch Spezialfälle beim Ableiten. Zum Beispiel, wenn wir die Funktion betrachten, f von x ist gleich Wurzel x. Dann kann man das erstmal so nicht ableiten, aber wir haben mit Hilfe der Potenzen eine Regel, nämlich x hoch 1/2 ist das gleiche wie Wurzel x. Also, weil das die zweite Wurzel x. X hoch 1/3 ist eben nichts anderes als die dritte Wurzel aus x. Und x hoch 1/4 ist nichts anderes als die vierte Wurzel aus x. So können wir jede Wurzel also als Potenz schreiben und dann können wir auch sofort wieder unsere Potenzregel anwenden. Also x hoch 1/2. Jetzt mit der Potenzregel können wir also ableiten. Der Exponent kommt nach vorne. Und jetzt wird um einen reduziert, also 1/2 minus 1 ist ja minus 1/2. Also können wir das Ganze jetzt wieder umschreiben. 1/2 mal x. Und was bedeutet jetzt hoch minus 1/2? Da haben wir auch zum Glück eine Regel. Immer wenn wir einen negativen Exponenten haben, also x hoch minus 1, dann bedeutet das nichts anderes als 1 durch x. Also können wir jetzt unseres umschreiben in 1 durch x hoch 1/2 und x hoch 1/2 ist ja nun genau wieder Wurzel x, also ist es 1/2 mal 1 durch Wurzel x und das darf man auch zusammenfassen auf einen Bruchstrich. Und dann haben wir die Ableitung fertig. Also nochmal, immer wenn wir einen Bruch als Exponenten haben, dann bedeutet das immer, dass wir eine Wurzel haben. Drittel wird zu dritte Wurzel. Viertel wird zu vierte Wurzel. Haben wir jetzt so etwas wie x hoch 3/4, dann wird der Nenner zur vierten Wurzel und der Zähler wird dann eben zu x hoch 3. Wenn ihr die Merkzettel farbig schreibt, prägt sich das alles viel besser ein. Also machen wir so ein Beispiel. F von x ist gleich die vierte Wurzel aus x hoch 3. Also schreiben wir uns das Ganze um. Dann haben wir x hoch 3/4. Das können wir jetzt ganz normal wieder ableiten. Exponent nach vorne. Und 3/4 minus 1 ist hoch minus 1/4. Also müssen wir wieder mit der Minusschreibweise umschreiben. Minus 1 bedeutet immer, es ist immer 1 durch. Also schreiben wir hier jetzt auch entsprechend. Das Minuszeichen bedeutet jetzt eben 1 durch. Hier haben wir noch die 3 Viertel davor. Und jetzt ist es 1 durch x hoch 1/4. Also haben wir 3/4 mal 1 durch. Und jetzt ist es die vierte Wurzel aus x. Und das dürfen wir auch auf einen Nenner schreiben, beziehungsweise auf einen Bruchstrich schreiben. Und dann steht da, ist gleich 3 durch 4 mal vierte Wurzel aus x. Ja, hier oben vielleicht auch noch mal. Also die Wurzel kann man immer schreiben als 1/2. Die vierte Wurzel aus x hoch 3 wird also aus
x hoch 3 Viertel. Und das Minuszeichen wird immer zu 1 durch. Noch ein Beispiel. F von x ist gleich 3/7. Das müssen wir entsprechend wieder umschreiben. Der Nenner gibt die Wurzel an. Also ist es x hoch 3/3. Ich schreibe das nochmal ein bisschen kleiner, man muss ja auch ordentlich das als Exponent erkennen können. 3/3 und die 7 ist dann eben der Zähler. So, jetzt haben wir es ganz normal umgeschrieben als Potenz. Jetzt können wir ableiten. F' von x ist gleich 3/3 nach vorne. Jetzt den Exponenten minus 1. 7/3 minus 3/3 sind 4/3. Und dann haben wir also 7/3 mal 3/3 aus x hoch 4. Und fertig. Gut. Hier kann ich die Potenzen noch ergänzen. X hoch minus 2 bedeutet, das Minuszeichen bedeutet wieder x 1 durch. Und dann bleibt die x hoch 2 im Nenner. X hoch minus 3 ist also dann, das Minuszeichen bedeutet 1 durch. Und dann bleibt x hoch 3, falls ihr das für eure Ableitungen braucht. Okay, das war's. Und viel Spaß!